Öl. Die denkmalgeschützte Aluminiumfassade erinnert an seinen Vorgänger, die sogenannte Blechbüchse, ein Kaufhaus, das 2010 abgerissen wurde. Mit 16% Grünanteil ist Leipzig eine der grünsten Städte Deutschlands. Überall sind weitläufige Parklandschaften und kleine Grünanlagen anzutreffen. Auch das Zentrum ist gespickt von zahlreichen Grünflächen, die das Stadtbild auflockern und verschönern und zum Verweilen einladen. Am Burgplatz entstand Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Fundament der Pleißenburg das neue Rathaus. Mit seiner verspielten Fassade, den trutzigen Türmen und den roten Giebeln ist der Bau ein wahrer Hingucker. Das Rathaus besitzt mit seinem 115 Meter hohen Rathausturm den höchsten Turm Deutschlands. Vorher hatte die Stadtverwaltung ihren Sitz am Marktplatz. Mit der wachsenden Bedeutung Leipzigs musste jedoch bald ein neues Domizil für das Amt her.